guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei der Girls in Aviation 2015. Zum dritten Mal, dass wir diese wunderbare Veranstaltung heute hier am Flughafen Graz-Thalhof durchführen und zum dritten Mal darf ich Sie heute hier begrüßen. Vor allem begrüße ich die jungen Damen und Mädchen, denn um euch geht es heute hier. Ihr seid der Grund, warum wir alle hier sind. Mein Name ist Joachim Brandl, ich darf durch das Programm führen. Es wird mit Abstand die beste Girls in Aviation, die es jemals gegeben hat, zumindest für mich. Im ersten Jahr ist mir im Weg hierher mein Auto eingegangen. Im letzten Jahr habe ich mein Mikrofon vergessen. Heute ist alles perfekt und genauso wird dieser Tag auch ablaufen. Was wollen wir heute machen? Wir wollen und wir werden euch Ihnen heute zeigen, was die Luftfahrt alles bietet. Wie man seinen Traum verwirklichen kann in diesem Bereich der Luftfahrt, in welchem Bereich auch immer zu arbeiten. Der Bereich ist unglaublich mannigfaltig. In der Luft, am Boden, im Labor, im Tower, in der Werkstatt. Alle diese Möglichkeiten wollen wir heute vorstellen, solltet ihr heute kennenlernen. Es gibt Führungen aufs Vorfeld, man kann ein Cockpit besuchen, man kann einen Polizeihubschrauber unter die Lupe nehmen, man kann in den Tower und ihr könnt vor allem eines, ihr könnt reden, Fragen stellen. Und zwar an all die Frauen, die heute hier für euch da sind. Alle unsere Role Models, unsere Vorbilder arbeiten in dieser Branche, in diesem Beruf, den ihr vielleicht ergreifen wollt. Und genau das ist unser Appell heute an die Eltern, die hier sind und an die jungen Damen und Mädchen. Reden Sie mit all diesen Damen, die heute hier sind. Die sind nur dafür da, Ihre Fragen, Eure Fragen zu beantworten. Nutzen Sie diese Möglichkeit bei der Girls in Aviation 2015. Eine Veranstaltung wie diese ist natürlich nicht möglich ohne die Unterstützung von einigen Institutionen und Leuten. Und einige davon darf ich heute hier begrüßen. Zuerst möchte ich unseren Gastgeber des heutigen Tages auf die Bühne bitten, den Direktor des Flughafens Graz, Herr Magister Gerhard Wittmann. Herzlich willkommen. Ja, sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin der Stadt Graz, herzlich willkommen, Martina Stöck. Sehr geehrter Herr Bürgermeister unserer Heimatgemeinde, Herr Bürgermeister Erich Gosch, freut mich immer wieder, wenn du bei uns am Flughafen bist. Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender der Holding Graz, der ja auch in seiner Funktion als Vizepräsident des Aeroclubs heute hier ist, also nicht nur als Sponsor, als Unterstützer dieser Veranstaltung, aber auch als Vizepräsident des Aeroclubs. Herzlich willkommen am Flughafen Graz, herzlich willkommen zur dritten Berufsinformationsmesse Girls in Aviation. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Diese Messe findet heuer das dritte Mal statt, das dritte Mal dieser Berufsinformationstag. Es ist mit jedem Jahr größer geworden. Wir als Flughafen Graz haben uns immer sehr bemüht, auch mit Frau Gabriele Metz, die ich hier wirklich auch ganz besonders hervorheben möchte, weil sie mit unwahrscheinlichem Engagement und Einsatz diesen Tag sozusagen vor 3 Jahren ins Leben gerufen hat. Er wird immer größer, es sind immer mehr Veranstalter dabei, immer mehr Firmen machen mit und das ist schon etwas Besonderes. Ich glaube, es ist auch deshalb besonders wichtig, weil in der Luftfahrt wirklich ein unwahrscheinlich breites Spektrum an Berufsbildern gezeigt wird. Und man darf das nicht reduzieren auf Flugbegleiterin oder vielleicht noch auf Pilotin, mittlerweile auch doch etwas stärker schon Fluglotsinnen. Nein, es geht wirklich darum, aufzuzeigen, dass es hier ein ganz, ganz breites Berufsspektrum gibt und es ist etwas ganz, ganz Tolles, das auch den Mädchen, den Frauen stärker, sage ich mal, zu transportieren und hinüberzubringen. Denn ich glaube, dass das wirklich ein Gewinn für jeden Einzelnen ist, aber auch ein großer Gewinn für die Gesellschaft insgesamt ist, wenn hier eine viel stärkere Durchmischung stattfindet. Allein wir am Flughafen Graz haben in über 50 verschiedenen Firmen rund fast schon 1000 beschäftigt, glaube ich, möchte mit über 50 verschiedenen Firmen sagen, ein wirklich sehr, sehr breites Berufsspektrum, das sich hier in der Aviation anbietet. Und man muss schon klar sagen, auch die Luftfahrtbranche ist eine Wachstumsbranche. Natürlich unterschiedlich in den verschiedenen Regionen der Welt. Europa wird ein schwächeres Wachstum haben, wie das zum Beispiel in Asien oder bei den BRICS-Staaten sein wird. Aber insgesamt ist die Luftfahrtbranche eine Wachstumsbranche und bietet wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Berufen, an Berufsbildern an. Und ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz toll, dass hier diese verschiedenen Berufsbilder auch viel stärker an Schülerinnen, an Schüler, an Jugendliche, an Frauen transportiert werden.
damit für viele, glaube ich, erst einmal auch eine gewisse Eintrittsbarriere überwunden wird, weil man sieht, was hier alles möglich ist im Bereich der Luftfahrt. Also ein großer Gewinn für den Einzelnen oder für die Einzelne, aber ich denke auch ein ganz großer Gewinn für die Gesellschaft insgesamt, wenn hier Frauen stärker in diese Berufe eintreten. Ich wünsche der Veranstaltung, den heutigen Berufsinformationstag hier am Flughafen Graz, alles, alles Gute. Es gibt wirklich ein spannendes, interessantes, abwechslungsreiches Programm. In diesem Sinne, für Kaputat. So, nicht ausgefallen, menschliches Versagen in dem Fall. Dann möchte ich auf die Bühne bitten, Sie haben die Mühe, das Wort aus dem Mund. Herr Diplom-Ingenieur Wolfgang Malik, den Vorstandsvorsitzenden der Holding Graz und Vizepräsident des österreichischen Aero-Clubs. Herzlich willkommen. Ja, wunderschönen guten Morgen hier an unserem Grazer Flughafen. Es ist ja in diesen schwierigen Tagen für Graz, aber auch international, wie wir gestern gehört haben, nicht sehr einfach, immer etwas zu feiern. Ich bin aber trotzdem sehr stolz und danke der Gabi als Präsidentin der Vereinigung der österreichischen Pilotinnen, dass sie wieder mit diesem Engagement, mit dieser Vehemenz die dritte Informationsmesse für junge Anwärterinnen in der Luftfahrt vorbereitet hat. Wir haben das als Holding Graz gerne unterstützt, so wie in den vergangenen Jahren. Nicht nur, weil wir hier am Flughafen Eigentümervertreter sind, sondern weil wir in Abstimmung mit der Frau Vizebürgermeisterin natürlich schauen, dass der Frauenanteil vor allem in einem Berufsmetier wie der Holding Graz durchaus steigen soll. Also vor 15 Jahren, wie ich in die Holding gekommen bin, haben wir einen Frauenanteil und Mädchenanteil unter 10% gehabt. Jetzt sind wir bereits durch viele Maßnahmen über 20%. Obwohl wir sehr viele technische Berufe im breiten Spektrum der Holding betreuen. Ja, der Gerhard Wittmann als Flughafendirektor hat es schon gesagt, Eigentümervertreter des Flughafens, Aero-Club ist auch sehr wichtig, die Vereinigung der österreichischen Pilotinnen ist ja auch dabei beim Aero-Club und im besten Sinne verletzt. Ich bin aber selbst über 40 Jahre schon Pilot und weiß über die Begeisterung und über das Thema Luftfahrt und die Chancen und Motivationen, die dabei verbunden sind, gut Bescheid. Und ich kann alle interessierten Mädchen, Frauen nur auffordern, sich dafür noch mehr zu interessieren, Schulungen vielleicht wahrzunehmen und in diesen Beruf und in dieses Hobby einzusteigen. Wir sind auch noch für sich vom Flughafen sehr bemüht, dass wir hier das gerne unterstützen und werden das auch weiterhin machen. Liebe Gabi, danke für dein Engagement, für die Vorbereitung dieser Messe. Ich wünsche Ihnen alle einen schönen Tag natürlich. Es ist heute gerade das richtige Wetter, um diese Messe zu besuchen und dich deinen Badetag zu genießen. Viele interessante Stunden hier bei den Ausstellern und viele neue Interessierte, die sich für die Luftfahrt dann auch entsprechend engagieren können. Alles Gute. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf herzlich willkommen heißen hier. Ich freue mich, nachdem ja der Flughafen Graz im Gemeindegebiet von den Kirchen liegt, ist es ein sehr starkes gemeinsames Interesse, dass es so eine Veranstaltung gibt. Und auch ich darf hier heute einen herzlichen Dank aussprechen, dass es Initiatoren gibt, Initiatoren in diesem Fall, die hier versucht, Frauen in typische Männerberufe auch zu bringen. Und im Verkehr gibt es ja oft Berufsinformationen, wo wir versuchen, den Jugendlichen eine Vision zu geben oder überhaupt die Möglichkeit zu geben, damit sie erkennen, in welche Richtung es gehen soll in ihrem Leben. Und dafür ist der heutige Tag gedacht. Viele wissen gar nicht, welches Herz, welches Interesse tatsächlich in ihnen schlummert. Das merkt man oft erst, wenn man sich damit auseinandersetzt. Dann ist es ganz wichtig, dass es hier verschiedene Stände gibt, verschiedene Informationen gibt. Ich bin überzeugt, dass es die eine oder andere Jugendliche gibt, die heute hier reinkommt und sagt, schau, eigentlich so habe ich das noch gar nicht gesehen.
jetzt habe ich noch viel mehr Interesse, ich möchte gerne in diese Richtung gehen. Und wenn wir nur ein oder zwei Jugendliche oder Eltern finden, die sagen, ich glaube, das ist das Richtige für meine Tochter, dann hat dieser Tag bereits einen sehr großen Sinn gehabt. Aber ich glaube, es wird nicht nur bei diesen ein oder zwei sein, ich hoffe, es werden viele mehr sein. Und deswegen meinen herzlichen Dank, aber auch gleich die Bitte, nicht aufzugeben, das weiterzumachen, weil ich glaube, dass sowas etwas sehr Sinnvolles ist. In diesem Sinne, viel Kraft, gut eins. Und aufgeben kann natürlich überhaupt keine Rede sein, das wird es weitergeben. Dafür sorgen auch die Mittel, die dieser Veranstaltung helfen, unter anderem kommen die Mittel aus dem, der Stadt Graz, aus dem Ressort Frauen und Gleichstellung. Da möchte ich jetzt die Frau Vizebürgermeisterin der Stadt Graz, Dr. Martina Schröck, herzlich begrüßen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich einmal zu Beginn bedanken für diese großartige Veranstaltung, liebe Gabi Metz, die sich jedes Jahr mit ganz viel Herzblut und Engagement dieses Thema annimmt. Vor einigen Jahren, Jahrzehnten war die Verbindung von Frauen und Flugzeug vorwiegend noch darauf beschränkt, dass man sich gedacht hat, naja, das sind die Stewardessen, das ist das Bodenpersonal, das ja auch sehr oft weiblich ist. Da hat niemand gedacht, dass es da um Fluglotsinnen gehen kann, dass es da um Pilotinnen gehen kann. Und heute, Gott sei Dank, wird es immer normaler, dass es einmal aus dem Cockpit heißt, heute fliegen Sie mit einer Frau. Aber es sind nicht nur die ganz offensichtlichen Berufe, die hier am Flughafen sichtbar sind, sondern es geht vor allem auch darum, dass im Bereich der Forschung viele interessante Jobs vorhanden sind, ja, in der Konstruktion. Und mir ist es nicht nur als Frauenstadträtin wichtig, dass wir dieses Thema forcieren, sondern auch als für Arbeit und Beschäftigung zuständiges Regierungsmitglied. Wenn wir uns anschauen, wie Mädchen ihre Berufsentscheidung treffen, wenn sie einen Lehrberuf machen, dann ist es leider immer noch so, dass sehr viele Mädchen und junge Frauen sagen, ich möchte Friseurin werden, ich möchte Bürokauffrau werden. Und viele denken gar nicht an andere Berufsspektren oder über andere Berufsspektren nach. Und eins muss man sagen, das ist in der Luftfahrt so. Da geht es nicht nur, wenn man im Flugzeug drinnen sitzt, steil bergauf, sondern auch mit der Karriere kann es relativ rasch steil bergauf gehen. Vor allem verglichen mit diesen klassischen Berufen, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Also ich freue mich, dass diese Veranstaltung heute wieder stattfindet. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn junge Frauen, wenn Mädchen heute, wenn das Herzblut sozusagen angesprochen wird und die eine oder andere sich dafür interessiert und dann auch den Mut fasst, diesen Schritt weiter zu verfolgen, denn es zahlt sich wirklich, wirklich aus. Alles, alles Gute, die Gleichberechtigung hört auch über den Wolken nicht auf. Einen ganz angenehmen Tag mit vielen, vielen einzelnen individuellen Erfolgen und dir, liebe Gabi, noch einmal ein ganz großes Dankeschön für die großartige Vorbereitung und einen sicher sehr erfolgreichen Tag heute. An der Stelle danke ich auch noch gleich in Abwesenheit Landtagspräsidentin Dr. Martina Vollert, die hat die Girls in Aviation ebenfalls unterstützt über das Ressort Frauen und Integration. Auch hier vielen Dank. So, zwei junge Damen bitte ich jetzt auf die Bühne, die aus der Politik kommen. Ja, eigentlich ja, ich sehe einen Linken von der Vizebürgermeisterin, die aus der Politik kommen und trotzdem Betroffene sind, nämlich die Kinderbürgermeisterin Alexandra Lang und die Kinderbürgermeisterin Stellvertreterin Verena Beschi. Herzlich willkommen auf der Bühne. Ich muss euch jetzt ganz kurz zuerst was fragen. Was macht eine Kinderbürgermeisterin so im Landtag? Also wir verändern Graz im Sinne der Kinder. Wir reden auch mit Politikern und Politikerinnen. Man kann auch gut über die Politiker reden, das ist überhaupt Problem. Mit ihnen zu reden ist ebenfalls gut. Warum seid ihr heute hier, warum unterstützt ihr eure Anwesenheit die Girls in Aviation?
Also ich finde es wichtig, dass wir Mädchen bei Workshops, Führungen und so weiter genaueres über die verschiedensten Berufe rund um den Flughafen erfahren und vieles auch ausprobieren können. Ich finde es wichtig, dass Mädchen erfahren, welche Berufe es hier am Flughafen gibt und dass mehr Mädchen diese Berufe auch ausüben können. Ja, auch ich bin der Meinung, dass mehr Mädchen diese Berufe ausüben sollen, vor allem diese im technischen Bereich. Was interessiert euch beide persönlich? Was würdet ihr euch heute hier anschauen? Mich selbst interessiert am meisten die Technologie, also die Technik. Und mich interessiert am meisten der Tower. Der Tower, das heißt Tower-Führung schon mal gut? Ja. Ja, scheiße. Und unseren Wahlkampf für die nächste Wahl zu finden, der Bürgermeister, die wir ausgesehen haben, oder? So, natürlich, man muss nicht ungenutzt lassen. Vielen Dank für euer Kommen, schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Der heutige Tag hat ein schönes Motto, das heißt Zeit, Frauen Flügel zu verleihen. Und dieses Motto bekommen wir von Herrn Leo Echtermeier geschenkt. Darf ich Sie kurz auf die Bühne bitten? Herzlich willkommen. Wie kommt zu diesem Motto? Ja, unser Unternehmen Zeitflügel. Zeitflügel. Zeitflügel macht Uhren für Piloten. Zeitflügel macht Uhren für Piloten. Sehr gut. Sie haben auch zwei dieser Uhren mitgebracht. Ich habe nicht für Sie, habe ich gehört. Nein, ganz klar. Also wir sind hierher gekommen, erstmal recht herzlichen Fotografie, dass wir hier sein dürfen an diesem Wochenende. Ich persönlich finde es unheimlich wichtig, Frauen Flügel zu verleihen und helfen, den Beruf Fuß zu fassen. Ich selbst komme aus der Fliegerei. Meine Großmutter hat in den 1938er Jahren zum 30 geflogen. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben. Immer wieder Frauen als Flugschüler mit 14 Jahren, die Fluglehrerin meine Frau. Ich habe da viel zu viel gelernt. Und das Herr Echtermeier hat noch eine Überraschung mitgebracht. Es gibt zwei Rundflüge heute Abend, die eigentlich seit Ewigkeiten ausverkauft sind. Ich erwähne es jetzt einfach mal. Und da gab es zwei Ausfälle. Und diese beiden Ausfälle werden heute noch verlost. Ich habe für eine Zeitflüge nicht gekauft und verschenkt. Das heißt, wir im Anschluss an dieser Veranstaltung ist die Verlosung, also zum Ende, ich glaube um 17 Uhr, genau. Ist Schluss. Und kurz vor 17 Uhr werden wir eine Verlosung veranstalten, wo dann diese beiden Flüge verlost werden und dann geht es auch direkt los in der zweiten Maschine, ich glaube mit der ersten geflogen, 18.30 Uhr und dann geht es direkt los. Also da freuen wir uns riesig drauf. Und dann bin ich auch nicht ganz mit leeren Uhren hergekommen, liebe Gary. Ich habe noch für deine Veranstaltung zwei schöne Runden mitgebracht, würde ich dir gerne bekommen. Das gehört einfach raus. Das werden wir machen. Wir danken vielmals für Ihre Unterstützung. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Frauen Flügel, du stehst schon, Gabi. Hervorragend. Es wurde schon so viel gedankt, deswegen mache ich es jetzt gar nicht mehr. Aber ich nehme die Uhren ab. Vielleicht fällt mir eine oder so. So, stell dich mal hierher. Ihr werdet die nachher bei der Verlosung mitgeben. Gabi Metz, die Hauptschule des heutigen Tages. Danke, 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 danke für den schönen Applaus. Ich möchte es ja nur ganz kurz fassen, ich wollte eigentlich gar nicht reden, aber Joachim hat gesagt, das geht gar nicht. Danke, lieber Joachim, das ist nämlich der Mann, der nicht nur den unglaublich intelligentesten Humor hat, weil er spielt auch im Cabaret Simpel, und das ist aber auch der Mann, dessen Herz für Sekunden schlägt. Haben Sie die Werbung schon gesehen? Da gibt es eine neue Werbung. Super. Und die steckt für heute, steckt sein Herz für die Kundinnen der Luftfahrt. Danke, lieber Jochen. Drei Dinge möchte ich anbringen. Das erste ist, super schön, dass Sie alle da sind. Es freut mich wirklich und ich sehe so viele junge Mädchen. Das ist genau das, was ich wollte. Und an euch bitte herzlichste Dank, dass ihr schon so früh am Samstag aus den Federn geschlüpft seid, um hier zu sein. Herzlichen Applaus wirklich den Mädels, die da sind. So, und ich komme nicht umhin, deswegen habe ich auch einen Schwindzettel, damit ich nichts vergesse. Ich
muss mich an dieser Stelle wirklich bei Menschen bedanken, ohne die ich dieses Event nicht auf die Beine stellen könnte. Allen voran natürlich der Holding Graz und den Flughafen Graz, dem Herrn Magister Wittmann, dem Herrn Diplom-Ingenieur Malik. Vielen lieben Dank für das zur Verfügung stellende Räume. Vielen lieben Dank. Alle, die in Graz wohnen, haben schon gesehen, Girls fliegen nicht nur, sondern sie fahren auch Bus und BIM. Die Plakate hängen überall in den Straßenbahnen. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll, damit die Zielgruppe auch gut erreicht wird. Ich muss mich sehr herzlich bedanken bei allen Ausstellenden, weil ohne die ginge ja wirklich nichts. Ohne die Ausstellenden und ohne die Flugschulen und wer auch immer da ist, würden die Mädchen ja nichts erfahren. Gleich dran hänge ich das Dankeschön an die Vortragenden. Es gibt heute super tolle Vorträge. Es steht im Programm, ihr könnt das alles sehen. Also ohne die Vortragenden würde auch nichts gehen. Könnte ich auch nichts erreichen. Ich muss mich auch sehr herzlich bedanken bei der Intersky. Das ist eine Partnerin, die wirklich alles schlägt. Die Rundflüge, die werden zum Selbstkostenpreis durchgeführt von der Intersky. Und das ist wirklich nicht alltäglich. Und das sind zwei und die sind immer flugs ausverkauft. Also man sieht schon, es ist schon eine große Attraktion. Und wenn man jetzt eine Partnerin wie die zur Fluglinie hätte, wäre es auch nicht möglich. Vielen lieben Dank an die FH Joanneum Aviation. Und da habe ich zwei Mädchen an meiner Seite, die Julia und die Corinna, die haben wirklich ganz fleißig mitgeholfen, das zu promoten und aufzubauen. Wir betreuen draußen den Stand der FH Aviation. Gut, und vielen lieben Dank, nicht zuletzt, an die Martina Schreck, die Vizebürgermeisterin, weil das ist wirklich, ohne finanzielle Unterstützung geht sowas überhaupt nicht. Es ist überhaupt sowieso schwer durchzuziehen, aber wenn man nicht finanziell unterstützt würde, würde es gar nicht gehen. Und natürlich auch den lieben Dank weitergeben an die neue Landtagspräsidentin, Dr. Bettina Vollert. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Richtig, alle Frauen, die heute hier sind als Role Models, die sich euch zur Verfügung stellen, da sitzen bestimmt einige hier in der Runde. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert mit so vielen Frauen. Also denen danke ich sehr, sehr herzlich. Viele von ihnen sind in ihrer Freizeit hier, die kriegen nichts, die sind echt einfach hier, um Rede und Antwort zu stehen. Und das ist wirklich, das verdient einen großen Applaus. Ich muss auch der kleinen Zeitung danken, die hat heuer Görlsen Edition super gut promotet. Also ich hoffe, einige von euch haben es gesehen und macht was ganz Tolles in der kleinen Kinderzeitung, die ja wirklich die Jüngsten schon lesen, werden Berufe in der Luftfahrt vorgestellt, weil es ist wichtig, dass man das schon früh genug erfährt, weil mit 15 oder 18 ist es dann oft schon zu spät. Gut, und ich muss noch zwei Menschen danken, leider, oder ist wichtig, ohne die das auch überhaupt nicht möglich wäre. Zwei Männer, und das ist die Technik. Weil für die Technik bin ich jetzt nicht so geboren, dass das Licht und der Ton und das alles funktioniert. Also wenn man mich das machen lassen würde, würde man nächstes Jahr noch gar nicht Görlsen Innovation haben. Vielen lieben Dank an Patrick Graub hinten versteckt. Und vielen lieben Dank an Michael Metz, meinen Mann. Der ist ja wirklich mein Techniker, ohne den würde ich nicht überleben. Und Nummer drei, das Dankeschön und das herzlich Willkommen an die jungen Mädchen. Diese Veranstaltung ist für euch. Mir ist es ein Anliegen, dass ihr bei der Berufswahl über den Tellerrand schaut, weil es einfach viele, viele Berufe gibt, an die vielleicht nicht gedacht wurde. Mein Herz schlägt für dieses Event und für euch und deswegen hoffe ich, dass ihr es heute sehr genießen werdet. Ich wünsche mir, dass ihr bei der Berufswahl nicht über den Tellerrand schaut, sondern vielleicht sogar ein bisschen höher, nämlich in den Himmel, weil der ist ja die meiste Zeit ist er zwar blau, aber dort, wenn es am spannendsten ist, am Morgen, am Abend, vor dem Gewitter, da kann er auch verdammt rosa sein. In diesem Sinne sage ich an euch, liebe Mädchen und junge Frauen, greift nach den Sternen, denn sie leuchten auch für euch. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Außerdem begrüße ich noch Herrn Michael Geisbacher, den Präsidenten der österreichischen Aero-Organisation Steiermark. So, das Programm. Was kann man heute hier erleben?
Es gibt wunderbare Führungen um 11, 1 und um 3 aufs Vorfeld und in den Tower. Am Vorfeld kann man ein Cockpit besuchen, einen Polizeihubschrauber von innen ansehen, es gibt Schulungsflugzeuge besichtigen. Die Anwendung dazu gibt es am Unterstand der Girls in Aviation unten im Erdgeschoss. Die Tower-Führungen, Tower und die meteorologische Abteilung, die Anwendung erfolgt beim Stand der Austro-Control, ebenfalls unten in der Halle. Das ist allerdings jetzt wirklich nur für Mädchen ab 13 Jahren. Jungs, die in den Tower wollen, sorry, heute nur, wenn es Restplätze gibt, die Mädels haben absolut Vorrang. Die ersten Führungen gibt es um 11, dann wieder um 1 und um 3. Zwischen 11 und 12 gibt es Flugkunst über unseren Köpfen. Wir werden drei verschiedene Kunstflugdisplays erleben. Die Aerobatics Academy mit einer Edge 540T. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, was das für eine Maschine ist, und ich werde es mir nachher anschauen. Ich hoffe, ich bin da nicht die Minderheit. Wenn ich der Einzige bin, der das nicht passt, dann ist das peinlich, aber dann reden wir nicht drüber. Es gibt einen Formationskunstflug der White Wings Formation mit drei Maschinen und einen Segelkunstflug. Und zu den White Wings muss ich noch was dazu sagen. Wir haben auch noch einen Zucker mitgebracht. Die verlosen heute hier noch 8 Rundflüge in ihre Maschine. Das heißt, die Maschinen, die heute hier draußen ihre Runden drehen, mit denen kann man um 14 Uhr ungefähr einen Rundflug über den Flughafen gewinnen. Dazu bitte bis 13.30 Uhr beim Gewinnspiel beim Girls in Aviation Stand mitmachen. Wir ziehen dann kurz vor 2 die 8 Gewinner und um 2 Uhr sage ich hier, wer eigentlich von hier gleich runter kann aufs Vorfeld, in die Maschinen einsteigen und eine Runde über den Flughafen drehen. Ein fantastischer Preis, vielen Dank an Whiteflix. Gut, trotz einer Viertelstunde Delay am Anfang halten wir unseren Zeitplan fantastisch. Um 10 Uhr geht es hier weiter mit dem ersten Vortrag über die Zukunft der Luftfahrt. Und dazwischen gibt es draußen in der Halle noch eine Indoor-Flugshow. Auch sowas gibt es mit einem Modellflieger. Dazu kann ich euch nachher auf die Galerie bieten, haben wahrscheinlich den besten Blick. Und wir sehen uns um 10 Uhr hier wieder zur Zukunft der Luftfahrt. Ich danke fürs Kommen. Ich wünsche euch allen, Ihnen allen einen wunderschönen Tag auf der Girls in Aviation. Dankeschön.